Hallo und herzlich willkommen. Ach, das sieht man schon wieder, meine Notizen. Sie sehen Listen an Listen. Ich habe es jetzt wieder ausgedruckt, denn irgendwie das mit den Tabletten ist immer wieder die Batterie leer. Es ist ein Krampf mit diesen Sachen. Jetzt habe ich wieder mal mir eine Liste geschrieben und Sie glauben gar nicht, wie viel Arbeit das ist. Aber ich sage es Ihnen, ich habe Sie ja so lieb, ja? Deswegen mache ich mir ja auch die Arbeit. Also bitte, falls Sie noch nicht in der Stadt sind, es tut mir wirklich sehr leid, aber mein Arzt hat mir schon geraten, ich soll etwas kürzer treten. Gut, aber ich will Sie jetzt nicht mit meinen Problemen belasten, ja? Ich starte mit einem neuen Einwohner, der auf einem Motorboot unterwegs ist. Etwas rasant muss ich auch sagen, er steuert da auf diese Insel zu, die wir übrigens auch etwas neu gestaltet haben. Also ich möchte bitte einen kurzen Schwenk. Meine Kollegin hat das etwas neu gestaltet. Mein Kollege hat sich zwar etwas darüber aufgeregt, weil er gesagt hat, das Wasser ist ja höher, bla 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 bla. Aber das habe ich gekonnt ignoriert, ja, also meine Kollegin hat das gekonnt ignoriert. Und ja, jetzt ist das mal so. Ja, ich hoffe, es gefällt Ihnen und auch dem Herrn Motorbootfahrer. Und das ist nämlich der Mobo Flo. Und der wollte in einem sandfarbenen Oberteil auf einem Motorboot fahren. Aber ich muss natürlich sagen, ohne Warnweste, ohne Schwimmweste, bitte nicht auf Motorbooten, ja. Zu gefährlich. Deswegen hat er auch eine orangene Weste bekommen, ja. Es wird auf jeden Fall sehr interessant, weil er fährt nicht nur auf diese Insel zu, sondern auch direkt auf Batman, der in so einem Schwimmreifen sitzt. Der auch etwas schief ist hier. Genau. So, ist wieder reingehüpft, ja. Herzlich willkommen in Wild City. Sonst sieht man, dass Batman gar keinen Unterkörper hat. Das wäre nicht... Gut, wir gehen weiter zum Ghostbusters Headquarter, würde ich sagen. Vielleicht machen wir diesmal die Runde so, ne? Also folgen Sie mir bitte Ghostbusters Headquarter. Da hat sich jemand gemeldet. Die Frage ist jetzt nur, der schaut jetzt genau in die falsche Richtung hier. Da müsste ich vielleicht hineinkraxeln. Wen wollen Sie denn filmen, Frau Einwohnermeldeamtin? Da habe ich diesen jungen Herrn mit dem blauen Oberteil, der bei dem Ghostbusters Headquarters da vorbeigeht. Sehen Sie den? Das ist jetzt fast etwas... Das sind Herausforderungen an einen Kameramann. Ja, den jungen Mann sehe ich schon, aber wir sehen ihn leider nur von hinten. Vielleicht können Sie in der Zwischenzeit kurz in das Loch reinkraxeln. Ja, aber werden Sie mir dann die Kamera herüberschießen? Dann können wir diesen jungen Mann hier herzeigen. Das ist übrigens der liebe Hannes. Ich habe ihm schon ein Foto von sich selbst geschickt. Irgendwie auch ganz lustig immer. Hannes, herzlich willkommen. Es ist ein bisschen schwierig, dich hier zu filmen, aber wir bekommen das schon irgendwie hin. Ja, der liebe Hannes, ja, so. Der wollte gerne zum Ghostbusters Headquarter, nur weil er findet, dass das einfach das schönste Gebäude in der Downtown ist. Und ich meine, ich gebe ihm da ja recht. Also ich muss ja wirklich sagen, vollkommen recht. Deswegen, er geht da rund um dieses wunderbar schöne Häuschen. Vollkommen recht. Ja, also willkommen Hannes in unserer Stadt. Es freut uns natürlich sehr. Die Frisur war eigentlich anders geplant. Jetzt hat er doch etwas längere Haare, aber in Zeiten von Corona, wo es mit Friseur immer nicht so leicht ist, kann das mal passieren. Sie sehen ja auch meine Haare. Die wuchern ja, also das ist ja ein Wahnsinn. Gut, dann geht es weiter. Lassen Sie mich kurz überlegen. Ach ja, zu dem Häuschen hier, dann können Sie gleich filmen. Da, wo die Monorail vorbeifährt, ja, das mit dem gelben Cabrio da vorne. Da, das ist übrigens das Cabrio von den beiden, der Beate H. und ihrem Mann, dem Karl. Und lassen Sie sich nicht irritieren von dem grauhaarigen Mann. Ich glaube, das ist, ob das nicht der Hausfreund ist, ja. Aber Beate H. steht mit dem Karl auf dem Balkon hier oben und grillt, der liebe Karl grillt da oben. Und leider muss ich sagen, er hat sich da etwas vergrillt, denn eins der Würstchen, das ist leider schon sehr schwarz. Aber ja. Ja, ich glaube, das kann man eher wegschmeißen, aber es liegt noch ein zweites Würstchen und auch eine Hähnchenkeule auf dem Grill oben drauf und die werden sicher sehr schmackhaft werden. Der lieben Beate schmeckt auch ihr
Getränk, was auch immer sie da gerade trinkt. Also herzlich willkommen. Ein schönes Haus habt ihr da bekommen, finden wir. Also direkt in der Nachbarschaft von Rita und auch in der Nähe von den Simpsons. Also da kann man schon leben. Und euer direkter Nachbar ist Emmett. Der hat hier sein Haus direkt neben euch aus dem Lego Movie. Oder vielleicht ist natürlich das schwarze Würstchen auch so ein neumodernes veganes Würstchen. Ja, man weiß es ja nicht. Ja, vielleicht ist das ja auch so gewollt mit Aktivkohle oder was auch immer für die Verdauung. Ich weiß es nicht. Na gut, dann kommen wir weiter zu einem netten jungen Herrn. Den finden Sie hier neben dem Feuerwehrauto. Der wollte zum Skatepark und ich glaube, er ist ein Feuerwehrfan, denn er wollte unbedingt zu diesem Feuerwehrauto. Und das ist Lego und Co. Herzlich willkommen bei uns in der Stadt. Es freut uns sehr. Ich sehe, Sie sind sehr gut auf den Rollschuhen, aber bitte passen Sie auf sich auf. Nicht, dass Sie dann doch ins Krankenhaus müssen, wie dieser Herr da drüben. Ja, das wäre jetzt gar nichts. Hier ist auch der Gehsteig noch nicht so schön gefliest, also ist er noch ein bisschen uneben. Also bitte aufpassen und dann müssen wir jetzt, wenn wir das Feuerwehrauto mal woanders hinstellen sollten, auch diese Figur mitnehmen, aber das schaffen wir. Das ist ganz klar. Kein Problem. Es tut mir sehr leid, wir müssen ganz kurz nochmal hier rüber, ich habe leider ihn vergessen, bevor wir dann wieder die ganze Runde gehen. Kein Wunder, dass bei uns nichts weitergeht und die Liste der Anmeldungen schon immer länger wird. Ich habe da jemanden vergessen, er ist hier am Strand, an der Strandpromenade. Den hätten wir auch gleich mitnehmen können, aber gut. Das ist der liebe Brick Brothers und er ist gerade ein Eis hier. Leider habe ich das Oberteil, er hat jetzt ein anderes Oberteil, denn das andere hat er sich wohl schon mit Eis bekleckert und das musste er dann ausziehen. Jetzt hat er eine andere blaue Jacke bekommen. Ich hoffe, das passt. Brick Brothers, herzlich willkommen bei uns in der Stadt. Es tut mir leid, dass ich Sie fast vergessen hätte. Aber das passiert natürlich nicht. Dann kommen wir zum Quidditch-Turm. Wo ist der? Ach, hinten. Genau. Wir haben nämlich jemanden, der sich beworben hat für den Quidditch-Turm, dass er dort das Quidditch-Turnier sich ansieht. Und die Sache ist die, er wollte Nevilles Oberteil. Das möchten natürlich viele, verstehe ich vollkommen. Und er, auch hier wieder schlecht zu filmen, also heute haben wir schon, er ist im Ravenclaw-Turm. Also heute haben wir ein Pech. Ich weiß nicht mal, welcher der Ravenclaw-Turm ist. Ich filme jetzt einfach mal auf den Blauen. Ich wollte gerade sagen, der Blaue. Also hier sehen wir sie schon von hinten. Ein Zuseher der Extraklasse. Sie müssen jetzt wirklich mal die Filme anschauen. Wird gemacht. Dafür, dass Sie aber alle Star Wars Filme ansehen müssen. Da werden wir wohl nie fertig, aber gut. Naja, also ich schwenke hier mal rüber. Danke, Herr Kollege. Ich schwenke hier mal rüber auf den Ravenclaw-Turm. Und wie gesagt, leider nicht mit dem Neville-Oberteil, aber ansonsten doch detailgetreu. Und das ist der Felix, der Nachbar von nebenan. Falls Sie ihn nicht erkannt haben, der liebe Felix, er sitzt hier im Turm und schaut eben dem Quidditch-Turnier zu. Das freut uns natürlich sehr. Mit einem Gryffindor-Oberteil im Ravenclaw-Turm. Also wir nehmen das natürlich hier nicht ganz so genau. Fällt mir jetzt auf, dass das eigentlich ein bisschen ein Durcheinander ist, aber das geht schon. Genau, gut, dann geht es weiter. Ich sag's Ihnen, ich bin schon wieder außer Puste. Es geht weiter Richtung Vergnügungspark, in Richtung große Achterbahn, Herr Kollege. Ich brauche bitte wieder Ihre Hilfe. Ach, ich sag's Ihnen, Also es geht Richtung Achterbahn, da ist ein kleiner Herr, der Achterbahn-Tester wohl ist, ja? Also... Diese Frau spart sich ihr Fitnesscenter mit der ganzen Bewegung hier an unserer Anlage. Wenn Sie noch ein Kind sind und Einwohnermeldeamtin werden möchten, es ist nicht ohne. Wo darf ich jetzt hinfilmen? Also hier, er stellt sich da gerade vor diesem Stand an, in der Achterbahn, mit dem roten Käppi. Mit dem roten Käppi, ja. Der kleine Junge,
Das ist der liebe Finn. Oder auch Johnny Finn dann genannt. Der liebe Finn, er ist bei uns bei der Achterbahn. Ich weiß ja nur nicht, ich mache mir immer ein bisschen Sorgen, wenn die Leute mit der Achterbahn fahren. Ich hoffe, dass sie nicht den falschen filmen. Ich filme einen mit der roten Kappe. Haben Sie den kleinen Jungen mit der roten Kappe gefilmt? Verzeihung. Der Kollege. Ja, wie soll ich wissen, was das sein soll? Also gut, dann ist der richtige junge Mann wohl der hier. Johnny Findon, Verzeihung. Ich habe auch jemanden mit einer roten Kappe gefilmt, der sich bei der Achterbahn anstellt, aber leider einen anderen. Entschuldige, lieber Finn, mein Kollege, er ist halt doch erst in der Ausbildung. Also es ist ja ein Wahnsinn. Jetzt haben wir es, glaube ich. Also hier, ja. Ich weiß nicht, kauft er sich dann ein Ticket für die Achterbahn oder kauft er sich einen Orangensaft? Wir wissen es nicht. Bitte nicht mit Orangensaft in die Achterbahn. Das hatten wir schon mal, ist überall hingespritzt. Das ist ganz, ganz, ganz eine schlechte Idee. Aber kommen wir weiter zu unserem letzten Einwohner für heute. Und der liebe Einwohner sitzt, er wollte Lokführer werden. Ich habe mir überlegt, welche Lok gefällt denn mir eigentlich gut? Da habe ich jetzt mal meinen Kollegen nicht gefragt. Und mir gefällt ja diese sehr gut. Warum? Weil da wird ein Ochse mitgeführt und ich fand das sehr lustig, muss ich sagen. Eine grandiose Lok, ganz genau. Und wen haben wir da drinnen sitzen? Und hier drinnen in der, warten Sie, ich möchte das auch so professionell sagen, in der 60052, also ein wunderbarer Zug. Sieht man leider gar nichts, aber so geht es ein bisschen besser. Ein wunderbarer Zug, das ist Herr Luca Steinle. Ja, also das freut mich schon sehr. Also ich muss sagen, so eine adrette Lok, ja, eine adrette Lok mit einem coolen Anhänger, also ich bin ja wirklich verzaubert, muss ich sagen. Ja, also. Da sind wir begeistert. Und wissen Sie, Frau Einwohnermeldeamtin, ich habe noch eine, wir sind durch, oder? Ja. Ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie. Wir sehen uns gleich. Wir haben Post bekommen. Ich habe ein Päckchen bekommen. Es ist wie Weihnachten. Jetzt weiß ich endlich, warum dieser Weihnachtsmann hier fliegt. Momentchen, ich werde da gleich mal reinschauen. Und vielleicht ist da ja was für mich drin. Da sind auf jeden Fall schon mal Zucker drinnen, ja. Das freut mich sehr. Sie wissen ja, dass ich eine Naschkatze bin, ja. Und, oh mein Gott, eine neue Figur. Vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Ich werde mir gleich das mal durchlesen und dann platzieren, ja? Und dann melde ich mich sofort wieder bei Ihnen. Passt das? Es ist vollbracht. So gerührt habe ich mich selten gefühlt, muss ich sagen. Also, ich habe eine neue Figur bekommen. Ich habe ihn hier platziert im Westerndorf, denn er zieht da seine Show ab. Und ich muss ja sagen, also wenn da die BHs nicht aufspringen, dann weiß ich auch nicht. Er zielt auf seine Ziele und schießt die ab. Also ein richtiger Mann ist das, muss ich sagen. Lieber Stahlmann, herzlich willkommen in Wild City. Er übt gerade noch ein bisschen für die Show, aber ich habe schon gehört, dass die Parkdurchsage offenbart hat, dass die nächste Show in ungefähr 10 Minuten startet. Also es wird jetzt nicht mehr lange dauern, bis auch dann die Zuseher hier sich um diese Shooting Range versammeln werden. Also ich muss wirklich sagen, ich bin hin und weg und Sie können darauf zählen, ich werde in der ersten Reihe sein bei dieser Show. Also das lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde auch meine Brille mitnehmen, damit ich das ganz genau sehe. Oh Mann, okay. Dann auf Wiedersehen, liebe Freunde. Es reicht für heute. Bis zum nächsten Mal. Ja, denn die Show geht gleich los. Tschüssi!